Morgen auch zur Piraten-Sicherheitskonferenz 2015. Heute ist der zweite Tag. Wir steigen gleich ein, gehen in medias res mit einem Vortrag von der Landtagsabgeordneten Angelika Beer. Mein Name ist Olaf Krüger. Ich darf die Vortragende vorstellen. Angelika Beer, Landtagsabgeordnete. Soweit sind wir noch nicht. In Schleswig-Holstein. Sie wird referieren zum Thema Terrorist Threats and the Fight Against Them in the Century of Digital Revolution. Sie wird dies auf Deutsch tun. Insofern bitte ich um Verständnis dafür. Wir steigen jetzt direkt ein ins Thema. Danke. Ich danke dir. Also ein Teil haben wir gestern die Vorträge auf Englisch gehört. Es gab dann eine Diskussion, weil die SG-Presse lieber doch deutsche Texte haben wollte. Also wir haben gestern ja schon gesagt, wir machen jetzt die Conclusions gemeinsam und wir machen sie auf Deutsch. Ich habe das ein bisschen vorbereitet mit Peter. Wir haben die Extrakte zusammengefasst. Gestern hat es funktioniert. Was muss ich jetzt machen? Aber ich kann weiter erzählen. Also ich denke mal, wir haben ja auch noch ein bisschen diskutiert. Ich will noch mal kurz begründen, warum ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Piraten, und wir haben ja den Sachverstand und leben im Netz, sowohl die Risiken der digitalen Revolution, die wir heute nicht diskutieren wollen, aber die Chancen nach vorne stellen wollen, und dazu brauchen wir eine internationale Konvention gegen digitale Waffen. Und wir haben 6, 7, 8 Punkte rausgearbeitet, die wir gern mit euch diskutieren möchten und auch festhalten möchten als Ergebnis unserer Diskussion. Weil in unserem Grundsatzprogramm haben... seid ihr damit einverstanden? Also das ist jetzt wirklich eine Working Session. Ich stelle einmal alle Punkte vor mit Peter und dann gehen wir sie durch, weil das soll natürlich diskutiert werden und wir wollen Ideen sammeln, weil auch die Presse meinte schon, wir sollten da doch ein bisschen Futter bei die Fische tun. So, ich habe jetzt mal angefangen. Zusammenfassende Forderungen als Einleitung. Wir kämpfen auf viele Weisen für Grundrechte und müssen den Menschen die Risiken der digitalen Revolution aufzeigen und vor allem natürlich die Chancen. Menschenrechtskonvention ist die Grundlage für unsere Maßnahmen. Also ihr seht schon, das ist jetzt nicht grammatisch jetzt genial formuliert, weil ich habe es heute Morgen nur schnell vom Englischen ins Deutsche gekippt. Da muss dann noch ein bisschen Feinschliff rein. Die erste Forderung, da bin ich durcheinander gerutscht, aber ihr könnt das verstehen. Unser Ziel ist eine UN-Konvention, eine internationale Konvention, also zu digitalen Waffen, um die Initiative wieder zurück zur Politik zu bekommen. Als Beispiel möchte ich hier nochmal nennen, weil heute Morgen auch so kritisch gesagt worden ist, ja, das klingt gut, aber es ist ja vollkommen illusorisch, wie wollt ihr denn da hinkommen? Für mich ist das in 35 Jahren politischer Arbeit der größte Erfolg gewesen. Ich war eine der Koordinatoren der internationalen Kampagne gegen Landminen, zur Ächtung der Landminen. Wir sind am Anfang wirklich von Ministerium zu Ministerium, alle haben gesagt, ihr Spinner. Wir haben das durchgesetzt, es gibt das Verbot von Antipersonenminen und wir haben dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Und warum sollen wir das Gleiche nicht schaffen, wenn es um die Zukunft geht? Dann kommt ein Punkt, wir müssen dafür kämpfen, dass alle Mittel verhindert werden, die darauf zielen, die eigene Bevölkerung zu kontrollieren. Ich habe das gestern ein bisschen ausgeführt, jetzt nach Paris verschiedene Angriffe auf unsere Freiheit unter dem Schein, irgendwas für die Menschen zu tun. Fakt ist, dass dadurch die Grundrechte weiter eingeschränkt werden und das wollen wir verhindern. Drittes, weil die kommenden digitalen Kriege keinen Unterschied mehr zwischen militärischen und zivilen Zielen machen werden, müssen wir die Kontrolle über alle lebenswichtigen Infrastrukturen behalten. Viertens, die
neuesten Entwicklungen bei der militärtechnischen Überwachung scheint zumindest in den Augen der Industrie perfekt geeignet, die Bewegungen von Flüchtlingen zu überwachen und zu lenken, müsste da eigentlich stehen. Das ist eine perfide Methode, um Waffen, also ich habe das nicht definiert, aber ihr wisst alle, was jetzt benutzt wird, Drohnen zur Bewegung von Flüchtlingsströmen und so weiter und so fort, als humanitäre Hilfe umzudeklarieren. Das muss aufgedeckt und verhindert werden. Der Punkt rutscht nachher wahrscheinlich nach hinten. Fünftens, das gehört nochmal zur internationalen Konvention Against D-Weapons, wir fordern eine, um dahin zu kommen, eine internationale Arbeitsgruppe zur Erarbeitung dieser Konvention, die wir natürlich begleiten als PPI und europäische Piraten, um entsprechende Vorschläge zu machen. Aus meiner Sicht, das ist unser Vorschlag, müssen in dieser Arbeitsgruppe alle gesellschaftlichen Kräfte vertreten sein, natürlich auch diejenigen, die an Hightech arbeiten. Aber ich würde mir wünschen, dass Politik, Regierung, Militär und so weiter nur als Observer in diesem Prozess dabei sein können, aber nicht als Entscheidungsgeber oder auch nicht mit Stimmenrecht. Bis zur Verabschiedung einer solchen Konvention fordern wir das Einfrieren aller nationalen Gesetze im Kampf gegen den Terrorismus und eine neutrale Überprüfung der bisherigen Beschlüsse und Gesetze gegen den Terrorismus. Also nach 9/11, da ist so wahnsinnig viel auf allen Ebenen, ob nun NATO, UNO oder auch wem, natürlich auch nationalen Regierungen, Schluss damit. Gerade die aktuelle Diskussion, die in Deutschland losgegangen ist, jetzt wieder mit Vorratsdatenspeicherung, de Maizière, der uns die Verschlüsselung zumindest in Teilen verbieten will, weil der Staat glaubt, er muss alle Daten wirklich einlesen können. Das sind die Sachen, die ganz konkret eine Herausforderung für uns sind. Dazu gehört natürlich auch viel Arbeit. Also es gibt zum Beispiel wahrscheinlich schon nächste Woche ein Treffen auf Ebene des Straßburger Europarates, der ähnlich in dieser Form eine Forderung stellen wird. Also ich sage jetzt mal Stichpunkte, was passiert ist unter Verschleppung von El Masri im Rahmen von 9/11, also der Mazedonier, der dann in Abu Ghraib war und alle Staaten wollten es nicht gewusst haben, aber in vielen Mitgliedstaaten ist er festgehalten worden während der Transportwege. Dort wird der Europarat mit Glück einstimmig nächste Woche ähnliche Forderungen formulieren und wir brauchen eine Arbeitsgruppe, um dann wirklich die ganzen Fakten zusammenzutragen. Und ich glaube, das geht relativ kurz. Wir haben auch viel recherchiert im Vorfeld für die gestrige, heutige Diskussion, dort Vorschläge sehr konkret zu formulieren. Aber die Forderung würde ich heute schon gern mit euch zusammen ganz konkret fassen. Jetzt kommt Peter gleich dazu. Und ich denke, wir müssen entscheiden, ob wir zwei Bereiche heute definieren, noch einen dritten dazu. Und das erzählt. Wenn ihr Fragen an Angelika habt, stellt sie jetzt, ehe wir es zu weit alt. Ich wäre dafür, Fragen zur Erläuterung noch zuzulassen, okay, bevor wir den genauen Text besprechen. Entschuldigung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so ganz prickelnd, Antipersonenminen, das ist ein sehr, sehr einfach zu definierender Begriff und auch sehr einfach zum Schreiben. Also ich sag mal, eine Konvention gegen digitale Waffen. Ich sag mal, das ganz normale, jedem von uns, von der Industrie verkaufte, wir machen die Fernwartung deiner Router für dich, ist so eine typische Dual-Use-Geschichte. Das heißt, ich glaube, es ist unglaublich schwer, zum einen eine Definition, weil da reden wir ja gleich bei Terrorismus auch wieder drüber, eine Definition einer digitalen Waffe überhaupt hinzubekommen. Ich denke, da werden wir genauso lange brauchen wie für den Terrorismusbegriff. Und das Zweite ist, seien wir mal ehrlich, die Demokratie ist der Ausnahmezustand in dieser Welt. Also die meiste der Regierungen sind eigentlich jetzt nicht so wirklich demokratisch und wollen sich mit Sicherheit auch im Rahmen der UN als Vollmitglied dann selber gewisse Kontrollmechanismen wegstimmen, glaube ich nicht unbedingt dran. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich auch ziemlich lösungsorientiert, dass ich es vielleicht als erfolgversprechender sehe, dass wir wirklich zwingend als politische Forderung vorgeben, wir wollen, dass
digitale Infrastruktur zurück in staatliche Hände geht, da haben wir dann als Staatsvolk auch die Möglichkeit, entsprechende Kontrollorgane zu installieren, die dafür sorgen, dass Grundrechte eingehalten werden, als Schutz unserer Gesellschaft. Guter Beitrag ist aber jetzt die Diskussion, die wir eigentlich nachher führen wollen. Und da müssen wir auch ganz kurz das Verfahren besprechen mit der Protokollierung, damit wir die Vorschläge haben. Das ist für uns natürlich jetzt hier eine Voraussetzung. Andreas, du schreibst Kernpunkte mit. In Deutsch, dass wir das nachher zusammenfügen können. Seid ihr einverstanden damit oder möchte jemand auf jeden Fall das auch parallel Englisch haben? Das müssen wir kurz abklären. Dann auf Deutsch. Sorry. Comments on English. Is it okay for everybody if we will have the discussion and also the protocol in German language, or is there anybody who needs a direct translation into English? Oh, fine. Also wenn ihr einverstanden seid, jetzt wirklich nur kurz nachfragen und die Diskussion dann, wenn wir Peter gehört haben, sonst drehen wir uns im Kreis. Ja? Nee, wir haben dort eine Wortmeldung gehabt. Entschuldigung. Danke. Wir haben dort eine Wortmeldung gehabt. Du bist gleich dran. Wir haben dort eine Wortmeldung in der Mitte gehabt. Entschuldigung. Oder? Inhaltlich machen wir später. Danke. Gut. Ich habe aus meinem gestrigen Vortrag dank der freundlichen Übersetzung auch ein paar deutsche Sätze rausgezogen. Die, ja, wenn ich dasselbe übersetzen soll, das dauert doppelt so lange, als wenn das ein Fachmann macht. Das muss man auch mal feststellen. Also, ich habe gestern gesagt, wie ich Terrorismus definiere. Als politisch motivierte Taktik mit Gewalt oder Androhung davon, um Publicity im Kern zu generieren. Aber ich habe kritisch angemerkt, dass es seit den 90er Jahren trotz aller Versuche keine rechtlich eindeutige Definition von Terrorismus gibt. Also auf welcher Basis reden wir über War on Terror? Da schüttel ich nur den Kopf und sage, Leute, was soll das? Also brauchen wir, das ist die abgeleitete Forderung, über die wir gerne nachher reden können, eine UN-geleitete Sitzung von Völkerrechtlern unter Beteiligung von Regierungsvertretern zur Erarbeitung, ja, wenn man nicht tippen kann, wie ich, passiert das, und Verabschiedung einer bindenden Definition von Terrorismus. Und das mit Völkerrechtlern, damit wir es bei der UN verankern können und es damit völkerrechtlich wirklich wirksam wird. Sonst hilft uns das nicht. Der zweite Punkt, die Definition des Comprehensive Approach habe ich gestern angeboten. Immerhin seit 2010 wird versucht, alle Kräfte zu einen, die in Einsatzgebieten der verschiedensten Art zusammenarbeiten müssen. Aber es fehlen auch hier klare Regelungen zur Zusammenarbeit. Das Ganze geht nach Goodwill und sonst gar nicht. Und wenn einer nicht will, dann will er nicht. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir gemeinsam auf Endziele hinarbeiten. Den dritten Punkt habe ich gestern nicht mehr angesprochen, weil es ein typisch Deutscher ist. Typisch deutsch heißt, im August 2012 ist was Faszinierendes passiert. Drei Ministerien, Verteidigung, Außenministerium und Entwicklungsministerium, haben gemeinsame Leitlinien rausgegeben für den Einsatz in fragilen, also zerbrechlichen Staaten. Unglaublich, es soll Taskforce gebildet werden, bevor es in Einsatzländer geht. Und da sollen sich jedes Vierteljahr die Staatssekretäre treffen. Ergebnis bis heute: der jährliche Zwischenbericht wird nicht vorgelegt, die Sitzungen werden nicht vorgelegt und die Taskforce werden so gemacht wie früher. Hier gibt es eine klare Forderung an die Bundesrepublik Deutschland, an die Regierung, hier diese Zusammenarbeit zu institutionalisieren. Das transparenter als in dem Papier, klar. Aber wenn es institutionalisiert ist, können wir auch rechtlich einwandfrei nachfragen. Aber danke für die Ergänzung. Insoweit waren das die drei Punkte, die ich heute Morgen nur noch mal rausheben wollte, damit wir wissen, wo kann ich wie ansetzen, mit welchen Forderungen. Danke, aber jetzt können wir gerne
nochmal eine Frage zur Erläuterung zulassen und dann definieren gemeinsam, wo wir hinwollen. Das soll das Ziel sein. Oh, das ist nett. Alle haben mich verstanden. Das habe ich ja noch nie gehabt. sagen wir besser gehört. Ob verstanden, weiß ich nicht. Das liegt ja dann an meiner Formulierung. Okay. Angelika, wollen wir zurückscrollen zu dir? Also, was ich denke, also was jetzt auch schon rauskristallisiert hat, ist, dass es wichtig ist, dass wir versuchen, hier in dem Kreis mal zu definieren erstmal, was wir unter digitalen Waffen verstehen und wie wir dann an das Thema weiter rangehen wollen. Also daher würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal mit der Definition beschäftigen und dann halt praktisch die Forderungen, die wir hier als Vorschläge haben, in der Folge auch darunter nochmal beleuchten. Aber ich finde zum Beispiel einige von den Forderungen schon sehr gut, die sind dann noch ein bisschen weitergehend. Aber wir brauchen halt die Definition, damit wir auch wissen, wie sie halt dann auf die Forderung zum Beispiel anzuwenden ist. Wollen wir dann so vorgehen, dass wir erst die Definition angehen und dann die Forderung durchgehen? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Wir brauchen mal ein Mikrofon. Finde ich sehr gut. Also ich glaube, das ist echt schwierig jetzt zu handeln, ne? Achso, keine Ahnung. Also ich mach mal so, ich habe ja gestern im Rahmen meines Vortrages schon erwähnt, also diese unterschiedlichen Gruppen, das will ich jetzt nicht nochmal definieren, aber diese Five Eyes Group, China, USA, Kanada, Australien und so weiter, die enorm viel Geld ausgeben, um im nicht kontrollierten Bereich die Möglichkeit zu haben, Infrastruktur zu beeinflussen oder eben auch lahmzulegen. Also gestern hab ich die Beispiele genannt, egal Strom, Wasserversorgung, Elektrizität, Krankenhäuser, Finanzmärkte und so weiter und so fort. Das gehört für mich zu diesem D-War dazu, also weg von dieser Vorstellung, dass jetzt irgendwas auf uns abgeschossen wird oder sonst wie, sondern sie haben die Möglichkeit, durch Manipulation Infrastruktur und damit grundlegende gesellschaftliche Bereiche außer Kraft zu setzen. Und was für mich auch dazu gehört, ist zweitens, dass aufgrund der nationalen Interesse kein Austausch zwischen den Akteuren stattfindet, außer in dieser Five Eyes Group. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, wo Staaten versuchen hinterherzukommen, aber das ist eigentlich ja dieser Wettkampf um das Know-how, wie machen es die anderen, und daraus gibt es keinen wirklichen Schutz, weil wir wissen genau, dass keiner das, was er technologisch entwickelt und kann, hundertprozentig schützen kann. Das kann die Five Eyes Group auch nicht, und insofern ist es ein permanentes Aufrüsten im Bereich des D-Wars, weil der eine dem anderen misstraut und mehr Möglichkeiten entwickeln will. Das wäre mal so meine grundsätzliche Definition, die man zugrunde legen könnte. Ich würde gern was zur Definition von Terrorismus sagen. Wir wollten jetzt erst die digitalen Waffen definieren. Wollen wir erstmal einen Punkt nach dem anderen machen? Also ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal kurz, das war eine klare Anforderung auch, wie wir diesen D-War definieren würden und die Gefahren. Du hast dich gemeldet, ihm? Ah, okay. Okay, also wir haben ja durchaus viele Begriffe für digitale Waffen, die den Begriff viel besser definieren, ob ich jetzt einen Exploit habe oder Malware oder irgendwie hier hinten. Deswegen, also ich muss das ja nicht als Waffe definieren oder benennen, sondern ich kann dafür ja auch ein Wort benutzen, was andere auch verstehen, ob es ein Exploit ist oder eine Sicherheitslücke oder eine Malware. Da brauche ich kein Wort für, was sozusagen auf Krieg hindeutet, weil ich kann halt auch Infrastruktur nicht militärisch sichern, sondern im IT-Bereich muss ich halt Sicherheitslücken schließen.
Das ist meine einzige Art der Verteidigung. Ich kann ja nicht, andere Leute DDoSen, damit sie mich nicht angreifen können. Deswegen ist halt Abwehr oder das Schließen von Sicherheitslücken die einzige sinnvolle Verteidigung in dem Bereich. Sammelst du? Okay. Das war wir gehen dazu gleich weiter. Ich will nur eine direkt reply. Die letzten Unterlagen, die von Snowden veröffentlicht worden sind, weisen explizit nach, dass dieser D-War nicht jetzt eine Erfindung ist, sondern tatsächlich existiert. So, wir gehen weiter. Mhm. Markus, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du eine Definition eigentlich als nicht so erforderlich an, sondern du stellst eher darauf ab, was ist geeignet, um derartige Angriffe zu fahren, und dagegen muss man eben vorgehen. Okay, ja, dann habe ich schon richtig verstanden. Also diese Auffassung teile ich deswegen nicht, weil wir das auch in einem anderen Bereich schon haben, nämlich bei den Dual-Use-Gütern. Da haben wir genau dasselbe. Also ich denke, dass man bestimmte Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die zivil genutzt werden können und auch durchaus sinnvoll sind, dass man sie unter die Waffenkategorie dann fassen sollte, wenn sie als solche eingesetzt werden bzw. eingesetzt werden können, um gerade eine Verteufelung auszuschließen. Der bloße Umstand, dass ich irgendetwas als Waffe einsetzen kann, heißt nicht, dass diese Möglichkeit per se böse ist und per se verboten ist. Alles andere würde zu einer Technikfeindlichkeit führen, oder man würde sich auch mögliche Chancen auf die Nutzung dieser Dinge würde man sich verbauen. Und genau deswegen würde ich es genau andersrum machen und würde sagen, wenn ich eine bestimmte technische Möglichkeit oder auch andere Dinge im virtuellen Bereich als eine Waffe einsetze, die eingesetzt werden kann, muss ich in diesem Bereich dagegen vorbauen, ohne das Tool oder das Programm selbst zu verteufeln, weil es im Prinzip auch gut eingesetzt werden kann. Okay, Björn? Also ich habe jetzt Björn und dann dich nochmal. Das ist mit dem Licht hier echt manchmal schwierig. Das ist kein böser Wille. Einfach sagen, wenn wir euch übersehen. Also was mein werter Vorredner gesagt hat, das ist für mich tatsächlich der entscheidende Punkt, dass man halt eben den Einsatz solcher Mittel als Waffe, genau als D-War oder als digitale Waffen verteufelt und halt eben als internationale Konvention versucht zu verbieten. Und das sollte unser Weg sein, also gezielt diesen Bereich anzugehen, weil eben die Verteidigung ist eine Sache, aber es ist halt einfach nicht genug, weil es muss halt der Waffeneinsatz sozusagen, muss ja praktisch völkerrechtlich unterbunden werden, damit auch ganz klar ist, wenn das jemand nutzt, um sich Vorteile zu verschaffen, dass das halt ein Kriegsakt ist, der halt völkerrechtlich geächtet ist. Und wenn es halt eben zu, wie soll ich sagen, halt im Sinne des Dual-Use eingesetzt wird, um halt Sicherheitslücken aufzudecken, um auf Möglichkeiten des Missbrauchs hinzuweisen, dass es dann halt ein Akt der Verbesserung ist. Dieser Unterschied muss zentral auch herausgearbeitet werden, der Unterschied zwischen Kriegswaffe und nutzenbringendem Einsatz. Und wie gesagt, für mich ist das ein ganz zentraler Aspekt, den ich deswegen nochmal gezielt unterstreichen möchte, wie wir da halt auch in Richtung der Konvention arbeiten sollten. Das heißt, immer Chancen und Risiko zugleich zu benennen. Ja, ich glaube, du warst jetzt... Ja. Was mir noch wichtig ist, ich würde das ganz gerne irgendwie so ein bisschen von dem Malware- und Sicherheitslückenbegriffen lösen, weil ich glaube... Das sind so eher die Wasserpistolen im Gegensatz zu dem, wovon wir wirklich reden wollen. Weil die Sachen sind eigentlich eher dann die richtig fiesen Dinger, die halt tatsächlich Infrastrukturen auch kaputt machen dann können. Sprich, wir hatten ja jetzt zumindest laut BSI den Fall, dass hier eine Industrieanlage, ich glaube irgendwie ein Hochofen oder sowas, durch etwas geschädigt worden ist, was ein Computerangriff war. Und ich glaube, wir sollten eher das auch in die Richtung definieren, da wo es dann auch tatsächlich aus der digitalen Welt in die reale Welt überspringt und da wirklich was kaputt geht, ob es jetzt Menschenleben sind oder irgendwelche Anlagen. Also das mit dem Hochofen war, glaube ich, Malware. Das
Okay, also von der Wirkung meinst du, auf die Wirkung rüber. Ich würde tatsächlich sagen, im engeren Sinne digitale Waffen ist meiner Meinung nach schon Schadcode, der halt entsprechend hochentwickelt ist, so wie halt das Stuxnet. Ja, das ist die Voraussetzung, beziehungsweise das wird in der Regel dann so sein, weil mit dem normalen Zeug geben die sich, glaube ich, nicht ab, beziehungsweise das ist vielleicht auch nicht so kritisch. Wenn man sich die anderen Mittel dort anschaut, also zum Beispiel, wenn sie irgendwelche Rechencluster haben, um Verschlüsselung zu brechen, das ist, glaube ich, dann in dem Augenblick schon auch eine Kriegswaffe, eine digitale Waffe. Kriegswaffe ist wieder was anderes. Wenn sie zum Beispiel versuchen, Verschlüsselungsstandards bei der Standardisierung zu schwächen, haben sie ja auch versucht. Das ist meiner Meinung nach eher eine Taktik, das ist nicht direkt eine Waffe. Und ich würde auch nochmal den Begriff Waffe in dem Zusammenhang, wir hatten ja vorhin schon das Thema, wann ist es denn eine Waffe? Ja, das hängt vom Einsatz ab. Es gibt da bei der Bundeswehr diesen bürokratischen Begriff Kampfmittel, wenn ich mich richtig erinnere, da kennst du dich besser aus. Vielleicht trifft es das besser. Ja, weil, ne? Also, kenne ich mich nicht so gut aus mit der Definition, aber vielleicht kann man da auch mal drüber reden, ob man da vielleicht den Begriff, den man definieren will, vielleicht erstmal definiert. Entschuldigung. Ja, das wäre es erstmal. Okay, danke. Ich möchte darauf kurz eingehen. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Juristen, weil wir in den Zusatzabkommen zu den Genfer Abkommen genau definiert haben, was eine Kriegstat ist und nicht ist. Und genau die gesamte digitale Revolution ist natürlich 1977 nicht erfasst worden. Und das ist die Lücke, über die wir im Augenblick reden. Das ist das, wo wir hinzielen und sagen, dort haben wir Definitionen, wann ein Angriff eine Kriegstat ist oder ein Kriegsangriff ist. Das haben wir. Aber wir haben es nicht für die digitale Revolution. Und das ist die Lücke, über die wir jetzt gerade reden. Und mit dem Wort Kampfmittel kommen wir nicht weiter. Das ist klassisch ganz was anderes. Entschuldige. Explosives. So, Reihenfolge habe ich nicht. Macht bitte einfach weiter. Wo genau, also ich versuche es dann nochmal. Also man kann ja gerne Kriegstaten ächten und sagen, was jetzt eine digitale Kriegsführung ist und dass man das dann völkerrechtswidrig erklären möchte. Ich finde aber trotzdem die Beschränkung von digitalen Waffen oder sozusagen die Beschränkung von Einzeilern, Code in Anführungszeichen, die falsche Richtung, weil wir gesehen haben, wie das in der Realität nachher aussieht. Die USA haben es ja schon mal durchprobiert in den 90ern, dass bestimmte Dinge unter Exportkontrollen gefallen sind. Das heißt, starke Krypto war verboten zu exportieren. Der Export von Source Code von bestimmten Sicherheitsprodukten ist verboten worden. Das hat die Konsequenz, dass SourceForge oder GitHub, also Plattformen, auf denen freie Software verbreitet wird, Websperren einrichten für bestimmte Länder, zum Beispiel für Nordkorea, für Kuba, für andere Länder, die sozusagen unter Embargo stehen. Und das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie wir die Verbreitung von Informationen im Bereich IT-Sicherheit ausgestalten wollen. Deswegen würde ich auf den Verbot oder auf das völkerrechtswidrige, oder sozusagen völkerrechtswidrig den Kriegstaten verbieten oder ächten, aber jetzt nicht auf den Handel oder den Export von Codezeilen abstellen. Also die Tat, eine Codezeile einzusetzen für Krieg, kann ich ja ächten. Gleichzeitig ist das Bekanntwerden und Verbreiten dieser Codezeile hilfreich, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Deswegen würde ich nicht die Waffe an sich ächten, sondern den Einsatz derer. Also ähnlich wie im Hackerparagraphen den Einsatz, aber nicht das Herstellen oder Besitzen. Also ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Das kann man genau davon ableiten. Also ich sag mal so, es ist natürlich jetzt auch, haben wir gestern nicht besprochen, aber ausgehend davon, dass wir wirklich, und ich habe das doch gesagt, jetzt dringend versuchen müssen im Rahmen der digitalen Revolution, die wir ja nicht ablehnen, aber darüber aufzuklären, was gut ist und was schlecht ist, also die Risiken und die Chancen. Weil wenn du dich normal bewegst, sag ich mal so, wie wir im Landtag oder so, da ist dieser Name digitale Revolution negativ belegt, weil die Leute Angst haben davor, weil sie es nicht verstehen, weil sie nur noch gucken, dass sie ihren eigenen Computer haben, damit auch hoffentlich klarkommen, aber alles, was sie hören, was so läuft und Snowden macht denen auch Angst, also weil sie auch nicht verstehen, was der veröffentlicht. Und deswegen fände ich, wenn wir jetzt von dieser
Hauptforderungen, das müssen wir natürlich runterdeklinieren, da hast du auch vollkommen recht. Aber das heißt für mich erstmal noch gar nicht, dass wir sagen, wo es hingeht und sagen, und das wollen wir verhindern und das ist unsere Aufgabe, ohne dass wir die Chancen und alle Wege dazwischen jetzt einfach weglassen, sondern die ganz klar herausarbeiten, damit es nicht dieses Ungeheuer bleibt. Ich wollte auch noch mal was sagen zu dem Thema digitale Waffen. Hier, hallo, Andreas. Ich glaube, wenn wir keine digitale Waffe finden, die nicht auch ein Dual-Use-Gut ist, also nicht auch irgendwas Ziviles machen kann, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns nicht so sehr über die digitalen Waffen unterhalten, als wirklich über die digitalen Angriffe. Kennt ihr jetzt irgendwas, was man wirklich als echte Waffe bezeichnen kann oder was wirklich nur militärisch genutzt werden kann, digital? Also zunächst mal finde ich deine Differenzierung durchaus treffend, dass wir über digitale Waffen reden. Und wir sollten uns wirklich überlegen, ob sowas wie Stuxnet nicht schon eine digitale Waffe gegen den Iran war. Ohne Wenn und Aber, denke ich, sind wir da einer Meinung. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr lange debattieren. Das Problem ist tatsächlich in anderen Dingen, wo du sagst, die Trennschärfe fehlt dir. So habe ich das jetzt eben verstanden. Ich meinte das Ganze so, auch ein Stuxnet ist eine Malware, klar, das ist eine hochentwickelte, aber das könnte genauso gut in Anführungszeichen nur etwas Kriminelles sein, etwas nicht Militärisches. Also deswegen denke ich, das Wort Waffe ist hier nicht zielführend, sondern das Wort Angriff, militärischer Angriff, Einsatz zu militärischen Zielen ist das, was ich denke, worauf wir uns hier konzentrieren sollten. Wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen, dann sollten wir vielleicht weitergehen. Es kommen noch, waren noch einige vorher noch da. Okay. Zwei Dinge, die ein bisschen abseits stehen. Also das erste bezüglich der Sicherheitslücken. Denke ich, dass es wichtig ist, dass wir wie beim Amtsgeheimnis zum Öffentlichkeitsprinzip von einer Taktik, die darauf abzielt, Sicherheitslücken in Software einzubauen, darauf hingehen, dass man den Staat verpflichtet, Sicherheitslücken in Software aufzudecken und die Bürger eigentlich dadurch davor zu schützen. Und andererseits denke ich, wäre es auch interessant, darüber zu reden, inwieweit AstroTurfing-Tools als digitale Waffe gewertet werden müssen, vor allem wenn sie von Staaten eingesetzt werden, weil die massenhafte Propagandisierung unter Vorgabe von falschen Identitäten, die rein fabriziert sind, ist eigentlich ein Angriff auf die freie Meinungsbildung. Das ist ein Angriff auf die Demokratie. Das kann man durchaus als kriegerische Handlung interpretieren, je nach Auslegung. Also ich denke, hier wird klar, welche Schwierigkeiten wir haben. Also eine Definition ist eine eindeutige Beschreibung von irgendetwas. So, und ich behaupte mal, wir können jetzt hier alle noch die nächsten 365 Tage im Raum bleiben. Wir werden uns nur in dahingehend einigen, dass vielleicht einer den längeren Atem hat als alle anderen und damit mit seiner Beschreibung durchkommt. Jetzt gehen wir noch auf die Bundesrepublik und die internationale Ebene. Also meine Befürchtung ist hier, ganz ehrlich, ja, diese Diskussion ist mit Sicherheit wichtig. Und die muss auch irgendwann geführt werden, parallel. Aber wenn man sieht, was in der Ukraine abläuft, dann ist auch digitale Waffen nicht das Einzige, was genutzt wird. Da ist auch Propaganda und das Internet zu ganz entsprechenden anderen Dingen in der Nutzung bereits. Das passiert tatsächlich. Ne? Das ist auf der Ebene schon los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, uns geht langsam die Zeit aus. Also ich fände es eigentlich wichtiger, zumindest für die Piraten als politische Partei, und das geht, glaube ich, auch sehr viel schneller, dass wir Schlüsselinfrastruktur definieren und dann von der deutschen Politik auch fordern, dass die entsprechend geschützt wird. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Wasserversorgung, Pipelinewesen überhaupt nicht übers Internet ansteuerbar sind, sondern in einem eigenen Netz zum Beispiel gefahren werden und dann nur an fest definierten Übergabepunkten entsprechend abgesichert eventuell einen E-Mail-Verkehr nach außen ermöglichen. Ich denke, das hat auch eher Chancen, dann in einem vernünftigen Zeitrahmen definiert zu werden und dann können wir es als politische Forderung entsprechend auch reinbringen. Also ich will da jetzt einfach widersprechen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt vorschlage, dass dieser Kreis heute Abend schriftlich einen Vorschlag für die Definition macht, das in die Welt schmeißt, sondern ich erwarte, dass wir
in der Sachdebatte Risiken benennen, die andere wohlwissentlich nicht benennen, und wir ein Stück nach vorne gucken. Und dass die Definition dann im Rahmen dieser Arbeitsgruppen, die ich ja auch mit drauf geführt habe, auch unter gesellschaftlicher Beteiligung stattfinden muss. Das kann nicht unsere Aufgabe als politische Partei sein. Wir haben aber die Verpflichtung als diejenigen, die in dieser digitalen Welt arbeiten und uns darin bewegen, unser Wissen so zu formulieren, dass wir eben auch auf internationaler Ebene durchaus Forderungen stellen können, ohne das jetzt im Spiegelstrich unterstreichen zu können. Wenn ihr jetzt glaubt, dass wir diese ganze Feinarbeit hier machen können, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern wir sollten versuchen, es gibt da sehr konkrete Ansätze und das finde ich auch gut, digitale Waffen und man kann es auch beides benennen. Es muss beides auf internationaler Ebene definiert und geklärt und völkerrechtlich so definiert werden, dass eine Benutzung von digitalen Waffen oder ein digitaler Krieg völkerrechtlich auch geächtet werden kann. Das ist die Lücke, die wir schließen wollen. Und alles andere, du hast ja vollkommen recht, aber ich glaube, eine Ukraine-Diskussion bringt uns jetzt hier nicht weiter. Jan. Ich habe gerade parallel hinten nochmal was abgeklärt mit Markus. Der Markus hat einen sehr, sehr, sehr wichtigen Einwand noch gebracht, den ich hier, glaube ich, auch nochmal in die Diskussion kippen möchte. Ich persönlich war ja die ganze Zeit ein ganz großer Freund des Begriffs der digitalen Waffe. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass, also Markus hatte da eine sehr deutliche Kritik dran, wir müssen wirklich aufpassen, wie wir das, also ich fand es marketingmäßig mit der digitalen Waffe echt sexy, aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Wenn wir versuchen, einen Begriff der digitalen Waffe zu definieren, kommen wir nämlich in den Bereich, dass Code, Krypto, eventuell sogar unsere ganzen Handys, Cellphones, eventuell anfangen als Waffen definiert zu werden. Da müssen wir nämlich aufpassen, in welcher Form das eskaliert. Ich denke, dass, was er ja eben auch angeraten hat, dass wir eventuell versuchen, wenn wir auf eine Völkerrechtsebene gehen wollen, nicht von einer Waffe reden, sondern wirklich von der Tat, also von einer Digital War, digitaler Krieg, weil dann können wir auch auf diese Völkerrechtsebene gehen und die Tat, den Missbrauch von eigentlich nützlichen Dingen zu kriegerischen Taten ächten und uns wirklich davon befreien, dass wir halt nicht die Dinge, die wirklich nützlich sind, verteufeln, weil das kann ganz schnell eskalieren in eine Richtung, die wir nicht wollen. Und den Gedanken möchte ich hier nochmal aufbringen, nochmal klar herausstellen. Also ich würde versuchen, zu der Definition jetzt mal halbwegs einen Konsens hier zu finden, weil das ist ja nur ein Punkt, den wir diskutieren. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir diskutieren dürfen überhaupt. Wir sind schon drüber. Okay, es wären noch drei Wortmeldungen da. Dann würde ich sagen, die drei Wortmeldungen und dann gehen wir weiter. Ja, kurze Ergänzung zu dem, was er hier hinten gesagt hat vorhin. Es gibt einen einzigen Fall, wo ich sagen würde, dass die Waffe per Definition eine digitale Waffe ist, und das ist, wenn eine Software zugeschnitten ist darauf, dass sie Militärsysteme angreift, und zwar meine ich damit Panzer und kann man ja durchaus sich vorstellen, wissen wir jetzt nicht, ob das die NSA auch macht, aber ich würde es machen, wenn ich sie wäre, und vielleicht auch noch Militärcomputer, wenn sie speziell darauf zugeschnitten ist, diese anzugreifen, dann würde ich sagen, die Waffe ist aufgrund ihrer Beschaffenheit schon eine solche digitale Waffe. Ja. Also ich kommentiere das im Moment nicht weiter, sonst zerfasern wir doch. Und wir können uns aber gerne beim Kaffee gleich unterhalten. Also obwohl wir ja gesagt haben, dass wir jetzt nicht eine konkrete Definition suchen, habe ich mir trotzdem mal so Gedanken gemacht, wie eine Definition aussehen könnte. Und ich bin zu folgender allgemeinen, so, die muss jetzt nicht bis ins einzelne Detail ausdifferenziert sein, aber grundsätzlich habe ich jetzt mal gedacht, digitale Waffen könnte man definieren als Mittel, die aufgrund ihrer technischen Ausgestaltung und der konkreten Art ihrer Anwendung geeignet sind, gezielt und zweckgerichtet zum Angriff auf Infrastruktur oder Verteidigungseinrichtungen eines Staates eingesetzt zu werden. Und zivil, ja. Na, ist schon klar mit der Infrastruktur. Vielen Dank. Der Wert deines Beitrages ist deswegen so hoch, weil wir endlich eine Formulierung haben, an der wir uns reiben können. Es ist ja immer einfacher, später zu korrigieren, wenn jemand eine Vorgabe gemacht hat. Und das ist der Wert.
In der Bewertung nehme ich noch nicht vor. Das wäre unfair in der Kürze der Zeit. Ich wollte noch mal kurz auf deinen Beitrag eingehen. Ich verstehe eure Bedenken, absolut. Ich sehe auch durchaus die Gefahr, dass man bestimmte Dinge des Alltags, insbesondere Smartphones, dadurch verteufeln kann. Ich würde gleichwohl nicht davon abweichen, die Definition an dem Werkzeug selbst festzumachen und nicht an der Handlung. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, gut, als Jurist fällt es mir relativ leicht, wenn jemand mit einem Hammer einen Nagel einschlägt, dann ist es ein Werkzeug, und wenn er jemand mit dem Hammer einen Kopf einschlägt, dann ist es eine Waffe. Das ist der erste Punkt. Also insofern kann man diese Differenzierung treffen, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Es geht euch ja letztlich um die Wirkung, die dadurch entsteht, wenn man diese Differenzierung vornimmt. Und hier meine ich, dass diese Differenzierung auf jeden Fall vorgenommen werden muss, und zwar genau deswegen, weil die Nutzungsmöglichkeit, die duale Nutzungsmöglichkeit vieler Tools, zum Beispiel auch eines Smartphones, die hat sich noch nicht so weit durchgesetzt. Ich bin absolut dafür, klar zu machen, dass jeder, der ein Smartphone besitzt, genauso wie ein Auto übrigens auch, aber da ist es nicht so dramatisch, dass ein Smartphone eine potenzielle Waffe ist, dass ein Smartphone ein potenzielles Spionagewerkzeug ist und wenn es als ein solches eingesetzt wird, auch eine Waffe ist, um auch dadurch zu erreichen, dass da ein größeres Problembewusstsein entsteht bei den Nutzern dieser Werkzeuge. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auf der Definitionsebene des Werkzeugs und nicht der Handlung bleiben. Ich habe jetzt die letzte Wortmeldung noch an mich gerissen. Nee, sorry. Peter hat mir gestern eine Pressemeldung gezeigt, wo es darum ging, dass Deutschland in größerem Umfang Mittel für chemische Waffen nach Syrien geliefert hat. Jetzt wissen wir eigentlich alle, dass die Bestandteile für chemische Waffen Chemikalien sind, die auch zivil genutzt werden können. Das heißt, ich widerspreche da BIM jetzt absolut. Man kann aus bestimmten Bestandteilen eine Waffe zusammenbauen und man kann irgendwas für eine zivile Nutzung, Waschmittel oder Ähnliches auch herstellen, Detergenzien beispielsweise. Das heißt, es geht ja im Grunde genommen wirklich nur darum, wie ich diese Bestandteile, und beim Programmieren ist es ja auch nicht anders, einsetze, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Also würde ich tatsächlich auf die Absicht gehen und mich da nicht so sehr festlegen. Wir haben noch eine Wortmeldung hinten, wenn es okay ist. Ja, und dann ist Schluss. Also ich bringe jetzt nochmal die Kritik an der Formulierung dazu, weil es gibt ja jetzt nicht Militärgerät, was Militärgerät ist, sondern auch das Militär nutzt ja herkömmliche Hard- und Software. Atom-U-Boote fahren mit XP oder mit Linux-Systemen. Die nutzen ja jetzt nichts, was irgendwie aus einem anderen Universum kommt, sondern auch klassische Hardware, die man in Läden findet. Und die Exploits und die Software, die geeignet ist, diese Systeme anzugreifen, unterscheidet sich eigentlich nicht von der, die ich bei Verbrauchern finde. Also ob ich jetzt einen Windows-PC hacke, der zu Hause ist, oder ob ich damit die Steuerung eines Atom-U-Boots übernehme, das ist die gleiche Zeile Code. Das unterscheidet sich eigentlich digital nicht. Das ist binär das Gleiche. Deswegen sehe ich da jetzt nicht den großen Unterschied, den ich dazu ziehen kann, weil wenn ich dann sage, das ist eine digitale Waffe, die ich dann mit einem Atom-U-Boot hacken kann, dann ist es im Zweifel jeder Code, der ein Windows-XP-System aufmacht. Ja, wir haben es gesehen, in Frankreich gab es irgendwie U-Boote, die mit Viren befallen waren und die mussten dann irgendwie für 2 Monate halt gewartet werden, neu aufgesetzt werden, weil dieses XP infiziert war von den Bordcomputern. Und das ist halt klassisches XP, das ist nicht besonders, das hat also die gleichen Lücken wie Home-PCs auch. Und deswegen unterscheiden sich dann diese digitalen Waffen von einem klassischen Virus überhaupt nicht. Und ich kann überhaupt nicht an der Codezeile festmachen, ob ich das jetzt zivil oder militärisch nutzen möchte. So, an dem Punkt, sorry, wir sind längst über die Zeit und wir wollten ja noch die Frage, Forderungen nach Definitionen, was ist Terrorismus eigentlich, im direkten Zusammenhang diskutieren, weil im Rahmen des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus eben auch Digital Weapons vorbereitet und eingesetzt werden.
Ich wollte jetzt zum Verfahren einen Vorschlag machen. Sorry, wir machen jetzt zu dem Punkt keine Wortmeldung mehr, weil wir uns sonst verheddern und wir wollen auch keine Piratentool-Diskussion hier führen. Ich schlage vor, dass wir das an diesem Punkt so stehen lassen. Ich gern nochmal auch mit euch am Rande versuche, eine gemeinsame Formulierung zu diesem Bereich vorzustellen nachher, damit wir auch sagen können, das ist der Weg, wo wir hinwollen, und würde dann jetzt den zweiten Bereich Peter überlassen. Ah gut, zu Hause sind unsere Katzen die Terroristen. Der heißt Dobby, der ist ein guter Geist, ist kein Terrorist. Wenn sie weg ist, will er immer mit mir schlafen. Ich weiß nicht, was das soll. So. Weiter runter. Ich habe das gestern nicht so formuliert und habe das aber heute Morgen nochmal so formuliert, damit wir in eine Richtung möglicherweise debattieren können. Nämlich zur Frage, was ist Terrorismus oder was brauchen wir als Definition für Terrorismus? Und ich weiß, vorhin hattest du schon eine Frage dazu. Fang an. Danke. Ja, also ich kann es nicht hundertprozentig argumentativ hinterlegen, aber ich habe Bedenken, einfach den Begriff Terrorismus überhaupt zu definieren. Ich kann mir vorstellen, dass es gute Gründe hat, dass er noch nicht definiert ist. Und meine Befürchtung ist eben, also meine Frage wäre jetzt, ob und wie man danach strebt, daraus keinen Gummiparagrafen werden zu lassen. Ja, ich muss da zum Beispiel denken an, also das Erste, was mir eingefallen ist, war so Beleidigung des Islam oder so, ja. Also sobald man das definiert, dann wird es wohl auch unter Strafe stehen und wer fällt dann da drunter? Oder was vielleicht noch anschaulicher ist, militante Gruppe, ja, ist auch so eine Definition, wo man eigentlich sagt, jeder x-beliebige, den man als verdächtig erklärt, kann dann betroffen sein von irgendwelchen Überwachungs- oder Inhaftierungsmaßnahmen. Okay, also du meinst die 5 gewaltbereiten Hooligans als Beispiel, um es ganz platt runterzubrechen. Nee, also es gab ja dieses prominente Beispiel des Lebenspartners von Anne Roth, glaube ich, hieß sie. Ein Wissenschaftler, der wegen Begriffen wie Gentrification verdächtigt wurde, das Bekennerschreiben eben einer militanten Gruppe verfasst zu haben und selbst zu dieser militanten Gruppe zu gehören. Und da wurde dann eben das Paar, also der wurde überfallen in seiner Wohnung von der Polizei. Es ist nur ein Beispiel. Und eben aufgrund dieses Paragraphen im Strafgesetzbuch militante Gruppe und völlig an den Haaren herbeigezogene Begründungen, ja, und wurde auch noch festgehalten, glaube ich, über mehrere Monate. Okay, das ist jetzt... Nur die Bitte, weil wir haben gerade das Programm nochmal angeguckt. Wir kommen ziemlich ins Rutschen, dass wir versuchen, kurze Beiträge zu machen und wirklich auch daraufhin, wenn jemand von euch ein Problem damit hat, die auch so zu benennen und kurz zu begründen. Sonst müssen wir die Mittagspause streichen, das wäre eigentlich auch schade. Okay. Dann wollen wir das Ganze auch nicht länger ausdehnen. Wozu? Ich wollte nur ganz kurz zum nächsten Punkt gehen. Comprehensive Approach heißt ja nichts anderes als gemeinsam umfassender Einsatz und Ansatz. Auch hier schweben wir in einem luftleeren Raum. Ich habe das gestern benannt als in der Regel UN-Forderung supports a safe and secure environment. Also zur Unterstützung einer sicheren Umwelt innerhalb dieses Staates, um den es geht. Das ist Gummi. Damit kommen wir nicht weiter. Aber wenn es uns gelingt, zu definieren, wer wie mit wem zusammenarbeitet, ganz sachlich, ganz pragmatisch, mit ganz klaren Regelungen und der ganz klaren Vorgabe, dass die zivile Seite das Sagen hat und nicht die militärische Seite, dann wären wir schon ziemlich weit. Wir müssen das aber nicht heute machen, das ist ein Prozess. Das letzte waren die ressortübergreifenden Leitlinien, das können wir in Deutschland wunderbar fordern.
Wir können nicht einsehen, dass verschiedenste Ministerien Deutsche ins Ausland schicken mit verschiedenen Aufträgen, nicht abgestimmt zwischen den Ministerien, weil jeder behauptet, er hat die Lead. Mal sind das die Soldaten, also Verteidigungsministerium, mal wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und ganz oft Auswärtiges Amt, weil letztendlich ja der Außenminister entscheidet über die Einsätze und der Außenminister die Vorentscheidungen trifft, bevor es möglicherweise in den Bundestag geht. Möglicherweise siehe Nordirak. Darüber können wir nochmal anders debattieren, aber es ist ein Einzelfall. Solange es uns nicht mal gelingt, in Deutschland diese Ministerien auf einen Nenner zu bringen, brauchen wir international gar nicht weiter zu fordern. Wir müssen erstmal selber wissen, wo wir hinwollen und wie wir das wollen. Und die Forderung ist relativ unkompliziert, relativ einfach. Allerdings müssen wir sie auf die Ebene Bundestag tragen. Da kommen wir aus den Landtagen, in denen wir sind, im Moment nicht weit. Ich lasse gerne dazu eine Frage zu, aber nicht allzu viele. Ausschließlich aus Zeitgründen, nicht aus Angst vor einer Diskussion. Okay, also, vielen Dank, dass mich alle gehört haben. Über Verständnis können wir später gerne auch im Einzelnen nochmal reden. Ich glaube, wir machen an der Stelle Schluss, außer ich werde jetzt von meiner Regierung überstimmt. Nee. Herzlichen Dank an euch. Ich finde, das war eben eine echt gute Diskussion. Daraus ergibt sich eigentlich, dass wir überlegen, das muss aber jetzt nicht sein, wie wir in der Arbeitsgruppe das weiter bearbeiten. Ich finde das spannend. Eine Mammelsitzung reicht dafür wahrscheinlich nicht aus, aber wir machen so in der Mittagspause, setzen uns nochmal hin, versuchen eine Konsensformulierung und stellen euch die nochmal vor. Weil ich finde, da sind so viele gute Vorschläge und Beiträge gekommen und auch Sachen, wo man nochmal genau drüber nachdenken sollte. Aber ich denke, der Weg, wohin wir gehen, dieses Thema zu besetzen, das ist genau das Richtige. Und das ist übrigens auch das, was die Leute von uns erwarten.